Ja, so, ja, jetzt Dings. Ah. Ein weiterer supergeiler Style, den wird man auch noch öfter sehen von mir, ist ja schon klar. Ja. Er war schon ein bisschen in der Sonne auch. Hier finde ich aber, sieht er geil aus. Ein bisschen ausgeblichen. Ja, das ist Teil von dem Style. Das ist Teil der Kunst. Ja. Weil wenn ich die ins Fenster stelle, bleiche ich die von der Sonne ein bisschen. Hallo. Ist Teil der Kunst, ja. Alles, was ich sage, stimmt für mich, sonst würde ich das ja nicht sagen. Ut Venon! Das ist komplett, ich habe, das ist mein richtiges Set, ja. Razer. Man wird jetzt da noch öfter sehen, klar, weil das ist eine Leinwand, ja. So, wollen wir doch mal sehen, vom Geld wert. Viel. Denn ich bin ein bisschen mehr wert als alle Männer in dem Land Deutschland, die Tiefenlinien, denn ich habe kein Geld, ja, und bin trotzdem ein Hochlapp, und das heißt, ich habe alle Level. Und alle Männer in den Tiefenlinien Deutschlands, die das nicht einsehen, sind present, ja. Ich möchte jetzt bitte alle Länder darum bitten, sich zu alliieren, ja. Und endlich Razer mindestens 1000 Euro die Woche zu überreichen. Right, complete Star, Kommandant. Das habe ich zu viel verlangt. Star, Rapstar, Razer, The Taza, 1601 Videos, ja. Ich setze das hier an. Ich habe jetzt auf meinem Rechner schon 130 neue. Da ist auf der Kamera jetzt auch wieder 5 Stück oder so. Ja, ich habe jetzt New Cam und jetzt geht's wieder weiter. Beim nächsten Ansetzen wird das, hätte ich gesagt, ja gut, auf über 1700 bin ich ja schon, dann bin ich in meinem Konzept drin, weil für Juli 1700, die muss ich ja erstmal ansetzen und das kann ich haben. Ja, wir haben August. Ja, also stimmt alles, was ich gesagt habe. Nur Dumme, die immer alles zerhacken wollen und nur Scheiße reden, die kriegen das dann geschenkt, dass die das nicht wahr gemeint haben, muss endlich aufhören. Deutschland ist das einzige Land, das das noch nicht hat. Ja. Alle Länder, ja. Und vor allem die Old Alerts, ja. Weil Deutschland entfacht den Dritten Weltkrieg schon hier fast, ja. Können sich bitte alliieren und jetzt YouTube Razer mehr als 1000 Raketen geben, ja, sage ich, denn ich bin ein Hochlapp. Ich habe meinen Wert und ich verhandle nicht mit Menschen, die nicht Büro da stehen haben, Hochlapp. Eier, ja, natürlich Eier. Das höchste Lab. Da lacht man wie Hai Hai Kolle Lab. Mensch. Das höchste Lab, das bist du. Und das sind wir, weil das bin ich auch. Und dann verhandeln wir. Wir verhandeln nicht darüber, ob ich ein Hochlapp bin. Sondern wir verhandeln darüber, wie hoch ich bin und was ich genau bin und so weiter, etc. Aber alle Menschen, die nicht Lab-Korrespondent sind, dürfen nicht mitverhandeln. Ja. Also nur wir Lab, ja. Heißt auch die tatsächlichen außerirdischen Lab. Während die aber so genannt werden wollen, habe ich erfunden. Also verstehen Sie, in echt, ja. Und die Lab nehmen dann an, wir haben, wir sind Almighty. Das sind zwei Planeten. Verstehen Sie? Ja. Ja, weil wir Menschen sind auch Außerirdische. Außerirdische ist auch ein Wort für uns Menschen auch. Ja, verstehen Sie? Ja, das sind dann immer so Sachen. Ja, wir verhandeln immer. Details ist ja, aber nur Menschen, die Korrespondent und Lab sind, dürfen mitverhandeln. Weil ich kann bestimmt nicht mit einem verhandeln, für den ich hoch bin. Ja, weil ich bin mein richtig gesetzt, ja. Und ich behalte es. Das ist die Art und Weise, als man hat. Die Präsidenten verdienen das vielleicht nicht. Weil die werden irgendwas, weil die Regeln sind alle scheißegal. Ja. Aber die Regeln sind, dass du den Wert hast, richtig gesetzt, ja. Und dann gehst du dahin, ja. Und du behältst den Wert. Und dann kriegst du das Büro, dass das da steht. So funktioniert das. Ja. Unsere Gesellschaft, Menschheit, in echt und nicht, was die Presidents denken. Ja. Denn die Presidents sind nur hin und her Schwachsinnige, die von Polizei geschenkt bekommen, dass Werte kaputt umgebracht werden, damit die ihre Scheiße weiter produzieren können, damit die Menschheit stirbt. Ja. Ja, die Polizei kann nichts dafür, weil die werden belogen. Die Polizei müssen mehr damit rechnen, ja. Wie sehr Presence immer versuchen, sie abzuziehen. Sie müssen die Presence erkennen. Ja. Ihr
Je mehr Sport er treibt zum Beispiel, desto weniger ist er ein Präsident. Ja, gut, wahr ist das aber. Ja, finde ich schon. Ich werde deinen Body und Geist, Körper und Haben, alles im Zusammenhang. Ich will das mehr bisschen konstant. Die Präsenz sind ja hin und her, sonst könnten die das ja gar nicht haben, weil die sind ja so ultra extrem grauenerregend. Die locken Wert in die Falle und denken sich, dass das in Ordnung ist, weil die können ja nichts dafür, wenn der sich darauf einlässt. Und so. Und dann bauen die Fallen völlig unter Wert gegen Leben, ja. Mit Polizei im Anschlag, belügen, aber puh, die Polizei kann ja haben, ja. Dass das eine Falle ist, nur wir haben Presents, die sind völlig über dem Wertbüro geblättert. So wie der Polten, oder wie der heißt, von Melanie Polten, der Vater, das ist so ein Stück Dreck zum Unterhalten. Oder Michel, das ist auch so ein Stück Dreck zum Töten, ja, der ist ein Stück Dreck zum Unterhalten, ich höre nicht damit auf, verstehen Sie? Seit ich klein war, wurde ich angezeigt, ja, damit ich niemals ein Leben bin. Und Michel zum Beispiel weiß die ganze Zeit, dass das völlig unter Wert ist gegen Leben, aber das ist ihm scheißegal, weil Polizei ist Dreck. Hat der, und der ist selbst Polizist, soll der aber nicht sein. Sie sperren den jetzt endlich ein. Lukeville ist auch so ein Stück Dreck, der Vater von Marc Lukeville. Nur suggerieren. Innerhalb von Polizei. Das Büro, nur Scheißdreck, schreibt er da hin. Draußen nur, ich kann nichts dafür, dass ihr mitgekommen seid. Der lügt, 10 Polizisten, die kommen dann mit dahin und dann ist das überhaupt nicht das, was der gesagt hat. Und dann kann der aber nichts dafür, dass die dem geglaubt haben. Sonst knallt er die ab, draußen in der Spielstraße. Ist Lukeville, ja. Und das alles nur, weil Marcel Ewert völlig falsch als Hochmilitär schon im Kindergarten erachtet wurde, weil ich bin ja eigentlich der Hoch. Die haben das nur von mir gestealt. Weil Militär und Polizei wurde belogen, dann haben die mein ganzes Militärhaben auf Marcel Ewert projiziert, dass der das wäre und den dann zum Piloten hochgeschenkt. Ja, der ist aber nicht ein Konzept, so wie ich. Und dann bestimmt der, dass Christoph Zehnpfennig hoch wäre. Dort in Sankt. Und der kriegt Zusammenhänge geschenkt. Alles, was der sich ausdenkt. 100 Polizisten stehen da und lachen, weil die denken sich irgendeine Scheiße zusammen aus und töten irgendwie ihn. Verblättern. Auf null, weg vom Fenster. Mich hat man nie geschafft zu töten, ja. Weil ich habe mich auch niemals festnehmen lassen, weil ich was drauf habe. Gewalt, was ich mal drauf habe, haben, Control, ist immer alles zusammen, das geht nicht hin und her. Jetzt wieder haben, Control, jetzt wieder Gewalt, nee, alles immer zusammen. Das ist nämlich ein Konstant, das ist ein richtiger, ich habe nie alles geschenkt gekriegt, sondern musste fighten. Ich durfte noch nicht mal an meinem Geburtstag eine Frau ficken, weil Christoph Zehnpfennig will das nicht, weil er ganz genau weiß, wenn ich poppe, gehe ich nach oben. Militärbüro, da steht, hatte ich mein Leben lang, Militärwert seit 7, hat für mich, ja... Christoph Zehnpfennig und seine Schergen wie Michel und Lukeville, die haben immer es geschafft, so viel Scheiße wie es geht, zu bürokratisieren gegen mich, damit Militär weltweit das nicht hat, dass ich ein riesengroßer Blondengel bin und höher formuliert, artikuliert, alles habe, ein Gott-Controller, Universum bin ich, ein Großkommandant bin ich bin ein Hochklapp, verstehen Sie, ja, ich bin alles Raffen, super konstant, Elementar, Boss, Sekretariade von Elementen, haben, ich raff alles im Zusammenhang, ja. Und war das Christoph Zehnpfennig ein Prison? Der kann nichts dafür, dass die Polizei dem glaubt hat, ja. Denken Sie, dass Sie was davon haben, die Polizei, dass Sie dem die ganze Zeit immer nur geschenkt haben, dass der Zusammenhänge geschenkt bekommen. Zusammenhänge geschenkt bekommen heißt, bewusst baut die Polizei Lügenbüro, um Wert zu zerstören, weil das nichts bringt. Aber die gehen hin und her und deswegen denken die nicht mehr daran. Verstehen Sie, wie dumm Deutschland ist, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg durften wir gar nichts, geschweige denn Gewalt haben, dass wir das sind. Und da dürfen wir erst wieder seit Mitte der 80er alle Leute, die vor den 70ern geboren sind, sind damit aufgewachsen, dass man nicht Gewalt sein darf, weil das Gefahr ist und Dreck. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das stimmt aber. Und wenn du solche jetzt auf Chefpositionen setzt, die entscheiden Dreck, die sind nur hin und her Schwachsinn, die wollen nur ihr Leben behalten, wollen ihr Opernhaus behalten, etc., Hochraumhafen, was auch immer, was das ist, ja. Und die scheren sich einen Dreck darum, ob Werte hinter Gitter gehen oder was weiß ich, sondern retten nur ihre eigene Haut und sind dabei auch noch sogar bereit dazu, ihre Kinder zu verraten und zu töten oder etc. Die töten sogar Familienmitglieder, nur damit der selber nicht in Gefangenschaft gerät oder hinter Gitter, ja. Der Zweite Weltkrieg war gerade erst, verstehen Sie? Deutschland ist Dreck, weg vom Fenster, kaputt, ja. Und dann dürften wir wieder irgendwas, ja. Aber das ist peu à peu, verstehen Sie? Level, 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 immer weiter höher. Und jetzt ist Deutschland so maßlos überheblich, dann kann man sich nicht vorstellen.
Man kann nicht einfach nur immer suggerieren. Einfach nur immer suggerieren. Dreck, Scheiße schreien und dann die Polizei rufen, sobald einer sich wehrt, ja. Das ist nicht nur, was da steht. Aber das machen nicht die Hörer, die richtigen Werte machen das nicht. Das sind Kleine, die nur höher haben wollen, Zusammenhänge sammeln und hoch. Nur Wert sagen, das funktioniert nicht, wenn die Polizei seine Arbeit richtig macht. Und wir haben, ja, Länder, ja, all countries, ja. You alert, ja, against German presence. So all German, in the TV lines of German, all is with the alert, me also. Ja, against man, ja, who is present in Germany. Not what is written there. Active law, office law, and employment. Or something. Yeah, use privacy and active all the time. At the same time, both is man. Have to be what me have right law. All men who what me have what right law is what is present. But just a worst on break, guys. In life, never rules, just either or and worst on breaking. Those are utter under control, have to be, and we have. Did build so much until now. YouTube Razer is the high element of that everything. You build Germany for the TV lines of Germany worse. Yeah. Because you opened all your minds and you all is worse. Now we have some stupids who is staying Utah under control after we. Like for example Michel and for example Lukfield, yeah. And for example Christoph Zehnfenig, yeah. You want him? Actor he is. Oh, in the bars. Ich hab das gesehen, also im Haben sehe ich das. Dass der irgendwie so eine Filmrolle kriegt, die drin, da ist, der spielt irgendwie ein Bademeister oder sowas. Christoph Zehnfenig ist ein Präsident. Verstehen Sie? Ja, man muss jetzt entscheiden, was der sein soll. Aber wahr ist, dass der reihenweise Werte nur kaputt gehackt hat. Und der hat das von Polizei immer geschenkt bekommen, dass der in Zusammenhang hoch ist. Das heißt, dass das nicht richtig ist, verstehen Sie? Ja. Weil was die Polizei schenkt, unter Wert gegen Leben, ist natürlich Dreck. Ja. Ja. Das Gesetz, ja. Ich behandle Polizei, die keine Polizei ist, als wären die Polizei. Ja. Dann kann man das haben. Sonst haben die hin und her gegen einen. Ja. Christoph Zehnfenig ist kein Wert, war der auch noch nie. Der ist nur der Boss in St. Hubert erkoren worden von Marcel Ewert. Aber Marcel Ewert entscheidet ja auch keine richtigen Entscheidungen. Sondern wurde ja nur falsch hochgebaut im Kindergarten, ja, sei der hoch, der Militär, schon vor dem Kindergarten hatte der ganz viel Bewusstsein, Militärpilot ist der etc. Und das stimmt ja gar nicht, das war ja ich, verstehen Sie, ich habe ja Marcel Ewert alles erklärt, nicht, der hat mich dann abgezogen, jetzt halt mir die Fresse, ich wäre dumm, sondern ich habe, wir hatten das mit den Kindergärtnerinnen und so weiter etc., dass ich das da hochhaben darf, dass ich der Kommandant bin. Und alle sind meine Mannen, ja, alle im Kindergarten sind auch mit mir jeweils ein Militärkommandant und ich bin der Hochkommandant. Und die Frauen sind Ehegattinnen. Das ist das, was ich hatte im Kindergarten, ja, und ich hatte auch noch für andere und auch natürlich für Marcel, der Pilot ist. Ich war sogar bei dem zu Hause, hat den zum Levitieren gebracht. Ich habe den geöffnet und dem erklärt, weil ich bin ja der Großgott. Alle Level, Großgott, Riesengott, etc. Es ist egal, wie man das nennt, Sie verstehen das nicht. Ich bin ein Hochlapp, verstehen Sie? Ja. Universum haben, Gott haben, ja, das Begreifen, weil das Begreifen vor allem ist, du hast alle Elemente gleichzeitig, ja. Du gehst niemals hin und her, du baust dann. Wo andere dann hin und her gehen, das ist denen zu mühsam zu arbeiten, ja. Baust dann, Ort des Baus hast, ja. Und du bleibst konstant, komplett, ja. Mein Komplett ist voller Details, wenn du ein Komplett voller Details hast, kannst du nicht hin und her gehen, ja. Ich bin Rapstar Entertainment, ja. Ja, ich kann auch noch mehr, bin ich auch, das ist ja nur ein Level. Ich muss ja für TV, 1000 Sachen kann ich ja für TV haben. Ich will meine Marriott-Show haben, ich kann das Mögliche sein. Für TV, ja. Verstehen Sie, ja. Aber ich muss ernst genommen werden und ich muss alle Level haben, ich muss den ganzen Lifestyle-Leben haben, verstehen Sie, ja. Die draußen, wenn nicht die Polizei kommt, gewinnen. Ja, die muss ich haben. Tatatat. Weil da bin ich ja auch, ja, ein Leben lang gewesen, verstehen Sie? Sonst wäre ich draufgegangen in St. Hubert.
Marcel Ewert war nicht der Hoch, sondern ich habe mit in den Kindergarten gebracht, Militär mit 1000 Milliarden Rules, ja. Mhm. Aber der Vater von Marcel Ewert ist ein Dreck. Ja, der ist ein Hin und Her, der ist ein Stealer, verstehen Sie, der ist unser, wo uns verziehen, weg ist der. Ja, was erwarten Sie denn jetzt? Ich baue True. Ich will hier nicht einfach sitzen und warten, bis ich Geschenk kriege, sondern ich baue True. Mein richtig Gesetz, Law, was ich habe, was ich sagen will, sage ich, ja. Nicht alles, was ich auf YouTube jemals gesagt habe, ist wahr. Aber alle Sätze, die ich gesagt habe, sind wahr. Ja, ich bin wahr. Ja, ich habe Content. Ich habe die ganze Zeit Content. Jedes Video hat Content. Und in dem Video sind zwar auch Elemente drin, die nicht wahr gemeint sind, das sind aber keine Elemente. Sondern ich bin Element. Und die Elemente, die unter Elementen sind, sind ja unter Elementen und kein Element. Ich bin die ganze Zeit Content, perfekt, ja. Ja. Jetzt als Gesetz, ja. Nur wenn das zu kompliziert ist, der ist halt ein Present. Die wollen immer nur Geschenke kriegen, die haben was weiß ich was alles im Leben, Materialien und Immobilien und Autos und Reisen und was weiß ich was alles. Die arbeiten im Present dafür. Verstehen Sie? Das sind keine Ruler, die kriegen das nur geschenkt, ja. Ich weiß, was richtiges Arbeiten ist, verstehen Sie, ja. Weil ich habe kein Geld, ja. Und bin trotzdem haben, Universum, Hochlapp, weiterhin Stayer. Ich habe die ganze Zeit mal alle behandelt im Kindergarten. Ich behandle alle, im Kindergarten behandle ich alle. Ich bin ja derjenige, der alle behandelt die ganze Zeit, ja. Ich bin hoch und nicht Marcel Ewert und ich habe auch das ganze Mask-Haben. Ich bin auch He-Man, ja. Und der Pirat von mir ist nun so, ja. Und mit dem So-Pirat, und der gar kein So ist, hoch baue ich das, ja. Wenn man hat, ich bin Militärkommandant, ja. Und behandle, dass ich Pirat wäre so, ja. Ich bin nämlich Militärkommandant und behandle Pirat so. Ich bin im Kindergarten der Militärkommandant gewesen. In der Pause. Piratenkapitän Raja. Ich habe andere gebaut, damit die auch was sind. Wofür sind sie ja? Sie müssen verstehen, dass ich als Riesengott behandle. Ich bin vier, ja. Und irgendwelche Eltern, wir hatten halt erst, das alle haben. Ja, das war erstmal vor, ja. Suggerieren. Polizei und Militär und Unsinn, dass Marcel das wäre. Die haben das der Polizei suggeriert, dass Marcel das wäre. Obwohl ich das ja bin. Und sie haben nichts davon, wenn sie das jetzt behalten wollen, dass Marcel das gewesen wäre. Ja, ich bin der Großgott, ich bin tausendmal höher Konzept. Ja, ich weiß, dass Marcel zwar ein Pilot ist und was weiß ich, wie viele Flüge absolviert hat. Ja, ja, das kann der zwar tun, aber das kann der nur tun, wenn ich ja nicht hoch bin. Das ist ja alles Lügen. Wenn die ganzen Lügen jetzt hoch sind, ja, man kann ja sagen, der konnte nichts dafür, der war jetzt 4, 5 und 6, ja, verstehen Sie? Der kann ja trotzdem ein Pilot bleiben, hab ich ja sogar, der kann was sein, aber der Vater ist unter. Ja, weil die haben es nicht geschafft, weil ich bin hoch. Und der Vater von der Peuten ist auch unter, ja. Weil die beiden waren da im Zusammenhang, im Team, ja. Marcel hochbauen und alle anderen sind nur dumme Kinder, aber stimmt das nicht. Verstehen Sie? Der Gotthabern hoch, Rules, Ruler, alle Details, Militärwerthabern mit 4 schon, das hatte ich schon mit 3. Verstehen Sie? Ja. Bevor ich im Kindergarten war, war ich schon Militärkommandant. Ja. Ich habe im Kindergarten alle Rules gebaut, damit nicht nur alle unter Schnatt und die sind Dreck wäre das gewesen. Ich habe tausendmal mehr gelernt. Ich habe gelernt, ich baue die alle, damit die auch Militärkommandant sein können. Ja. Damit ich meine Rules behalten kann. Weil die müssen ja ein gewisses Level von Rules haben, damit wir haben können, damit ich meine Rules behalten kann. Und das habe ich getan. Und nicht Marcel hat mich dann abgezogen, sondern er hat das geschenkt bekommen von seinen Eltern und von Melanies Eltern. Ja, die haben dann Militär und Polizei belogen. Die haben der Polizei dann nicht mitgeteilt, dass ich derjenige bin, der die ganze Control hat, die ganze Zeit mit den ganzen Details, Rules. War es dann, ja. Marcel war nur ein dummes Kind, ja. Ride complete, Razor the Tazard, ja. Alle Level habe ich, Beruf, Hochlapp, was das alles beinhaltet, was ich bin. Mein Hoch ist, ich bin der Hochmensch des Universums, was man nennt on Lab. Und dann, wir verhandeln über mein Level, was ich bin, aber wir verhandeln nicht darüber, ob ich ein Hochlapp bin, weil ich bin ein Hochlapp. Und ich bin, was ich habe, wenn ich eine Zeit lang der Hochmensch bin, ja.
Und dann bekomme ich irgendein Level, ja. Ich bin der Art, ja. Administrator für die Menschheit. Und hoch, ja. Denn ich habe, dass ich der Art-Administrator bin für die Menschheit, auch wenn man mich nicht jetzt setzt auf Nummer 1 Menschen. Ja, bin ich von jetzt aus. Wir verhandeln über mein Level und nur wir hochlaufen miteinander. Ja, ich bin der Administrator Art. Ja, Inside Musik, alles. Für die Menschheit, ja, Right Complete, Cosmonaut on Lab.